Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich wollte einen Mann ansagen, der heute auch hier hinter den Kulissen einen formidablen Job gemacht hat. Ich mag ihn sehr für die Vier-Augen-Gespräche, die man mit ihm führen kann, die Menschen mit ihm führen können. Und er ist Vater eines Kindes, völlig, und hat einiges schon zur Hanfparade beigetragen. Da ich selber noch nicht lange dabei bin, fehlt mir da ein absoluter Einblick. Deshalb ein herzliches Willkommen, ein herzlichen Applaus, Steffen Geier. Hallo Berlin! So, ich muss heute mal was machen, was ich sonst gar nicht leiden kann. Ich muss meine Rede ablesen. Ich wurde nämlich gebeten, sie mal aufzuschreiben, damit man die hinterher nochmal machen kann. Deshalb zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 20 Jahren auf der Anfrage von mir eine geschriebene Rede und nichts, was so spontan vom Herzen kommt. Aber es soll trotzdem ein bisschen um das Herzen gehen, denn mir wird heute zu wenig über Liebe gesprochen. Liebe ist laut Lexikon ein Zustand, bei dem das Wohlergehen und das Glück anderer Menschen wichtig für die eigene Zufriedenheit wird. Und in diesem Sinne liebe ich euch Hänflinge alle, egal ob ihr Femel oder Henne seid, ihr liegt mir am Herzen. Liebe ist deshalb das richtige Wort, weil es mich nicht gleichgültig kalt lässt, wenn euch Unrecht widerfährt. Wenn irgendwo einem Patienten die Medizin verweigert wird, dann wird sie auch mir verweigert. Wenn euch um 5 Uhr früh die Polizei die Wohnungstür eintritt, weil sie euren Großraum kontrollieren will, dann tritt sie auch meine Tür ein. Und wenn irgendwo auf einem Schulhof über einen 16-jährigen Kiffer gelästert wird, dann wird auch über mich gelästert, denn ich war dieser Kiffer. Ich war der Typ, der sich dafür entschieden hat, ein anderes Genussmittel zu konsumieren und zu sagen, fickt euch, es ist mir egal, was ihr von mir denkt, das Zeug tut mir gut. Ich bin aber noch mehr als dieser Typ, von dem alle denken, dass er ein Verlierer ist, der in Wirklichkeit aber nur Gras benutzt, um mit der Welt klarzukommen. Ich bin der Typ, den die Politiker und die konservativen Politisten mit aller Kraft ihrer versteinerten Herzen hassen. Ich bin ein selbstbewusster, selbstbestimmter, das Maul aufmachender, seinen Kopf benutzender, das Unrecht als solches brandmarkender Cannabiskonsument. Und ich höre nicht auf, laut zu sein, bis ihr aufhört, das Kampf zu verbieten. Und ich bin noch mehr. Ich bin der Vater eines 5-jährigen Sohnes und ich habe Angst, dass irgendwann in 8, in 10, in 12, in 15 Jahren ich meinen Sohn bei der Polizei abholen muss, bloß weil er so dumm war, einen Joint zu rauchen und vielleicht nicht darauf zu achten, dass irgendwelche Zivilcops hier rumhängen, denen vor Terroristenjagd langsam langweilig wird. Ich will nicht, dass mein Sohn irgendwann im Gefängnis landet. Und damit das nicht passiert, brauche ich eure Hilfe. Ich bin der Typ, der dafür sorgt, dass jeden Tag in Deutschland was gegen das Cannabisverbot gemacht wird. Ich rede, ich diskutiere, ich fordere, ich schreibe und ja, ich habe auch kein Problem damit rumzuböbeln, wenn es Not tut. Und manchmal ist es einfach nötig, dass man den Leuten in die Fresse sagt, halt dein Maul, du hast keine Ahnung. Ich bin der Typ, der dafür sorgt, dass das Thema Hanfverbot seit 20 Jahren jeden Tag wieder auf der Tagesordnung ist. Aber ich bin längst nicht der Einzige. Und das ist auch gut so, denn alleine schaffen wir nichts. Aber wir sind nicht alleine. Seht euch um, hier sind ein paar hundert Menschen vor der Bühne, ein paar tausend weitere tanzen an den Paradewagen und wir sind längst nicht alle. Es gibt in der linken Szene den alten Spruch, wir sind längst nicht alle, es fehlen die Gefangenen und alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Kiffer verhaftet. Alle 3 Minuten jemand, der lieber hier wäre und gemütlich einen Joint rauchen würde. Aber einfach nur aktiv sein, das reicht leider nicht. Aktiv sein reicht nicht, weil wir die Kifferklischees überwinden müssen. Zumindest sagt man mir das immer, wenn ich mit Politikern diskutiere. Mach deine Haare ein bisschen kürzer, zieh dir mal Lackschuhe an. Wie wär's, wenn du die Jeans wegwirfst? Im Anzug siehst du bestimmt gut aus. Aber ich habe keinen Bock darauf, die Kifferklischees zu überwinden. Denn was du über Kiffer denkst, sagt mehr über dich als über mich. Was deine Klischees über Kiffer sind, hat nichts damit zu tun, wie ich mich empfinde und wie ich die anderen Handkonsumentinnen empfinde. Ich habe das Gefühl, wir sind
ganz normale Menschen. Wir sind Väter, wir sind Mütter, wir sind Söhne und Töchter, wir sind Freunde, wir sind Arbeitskollegen. Wir sind ganz normale Menschen, aber eben nur Menschen. Es ist kein Wunder, dass es unter uns Arschlöcher gibt. Es ist kein Wunder, dass hier auch mal Reichsbürger rumhängen und ein paar Aluhutträger. Kiffen macht einfach keine besseren Menschen. Aber Kiffen macht auch keine schlechteren Menschen. Es ist noch niemand ein schlechter Mensch geworden, nur weil er zu einem Joint statt zu einem Bier gegriffen hat. Ich bin es leid, eure Klischees über Kiffer brechen zu müssen. Ich schaffe mir einfach meine eigenen. Ich schaffe mir das Klischee, dass Kiffer schlaue Leute sind, dass sie fleißig sind, dass es Menschen sind, die für ihr eigenes Recht und für das Recht anderer Menschen auf die Straße gehen. Ich schaffe mir das Klischee, dass Kiffer in der Lage sind, das Bild über Kiffer zu ändern. Und ich hoffe, dass ihr euch mir anschließt und dass ihr jeden Tag dafür sorgt, dass in 20 Jahren, in 30 Jahren die Leute sagen, Kiffer kenne ich nicht, ich kenne nur normale Menschen. Der Krieg gegen Cannabis ist kein Krieg gegen eine Substanz oder ein Krieg gegen irgendwelche Worte. Der Krieg gegen Cannabis ist ein Krieg gegen Menschen. Ich bin einer dieser Menschen und ich bin es leid, im Krieg zu leben. Deshalb wehre ich mich seit vielen Jahren dagegen. Deshalb kämpfe ich für einen Frieden in diesem Krieg. Ich glaube, dieser Frieden ist möglich und er wird jeden Tag ein bisschen wahrscheinlicher, weil ihr alle jeden Tag ein kleines bisschen für die Legalisierung tut. Der eine mehr, der andere weniger. Bei manchen reicht es aus, wenn man einfach seine eigenen störrischen Eltern davon überzeugt, dass man es verdient hat, am Abendbrottisch zu sitzen und nicht am Katzentisch, weil man ja ein böser Süchtling ist. Und bei manchen reicht es eben erst, wenn man auf Demonstrationen auf Bühnen steht und das Mikrofon in die Hand nimmt, damit noch mehr hören, was man denkt. Was auch immer ihr tut, hört nicht auf damit, denn wir gewinnen. Im Bundesgesundheitsministerium, im Bundeskanzleramt, im Bundesinnenministerium, da sitzen mittlerweile die Leute, die Angst haben. Sie sind nicht mehr hier auf der Straße. Keiner von uns hat noch Angst vor der Polizei. Wir alle wissen, wir haben gewonnen. Wir müssen bloß Geduld haben, bis sich das im Rest der Welt rumspricht. Und dann können wir eines Tages eine Handparade feiern, auf der wir tatsächlich miteinander gemütlich kiffen und keiner mehr sagen muss, du, da hinten ist ein Patientenbereich, es wäre total dufte, wenn du das hier nicht so offensiv tust, sonst wird die Polizei noch ganz ungemütlich und wir wollen ja hier keinen Stress haben. Ich will ganz normal kiffen dürfen und ich bin sicher, das kriegen wir gemeinsam eines Tages hin. Denke, denke, denke. Nun gibt es Leute, die behaupten, der Geier macht das nur, weil er ein Workaholic ist. Aber die Wahrheit ist, ich finde die Legalisierungsarbeit gar nicht so geil. Ich finde Arbeit insgesamt nicht so geil. Kein Mensch, den ich kenne, findet Arbeiten geil. Alle machen das nur, weil sie Hunger haben, weil die Miete bezahlt werden muss oder sowas. Und wenn ich schon eine Arbeit mache, dann mache ich doch eine Arbeit, die mir persönliche Befriedigung gibt. Die mag sich vielleicht nicht auf dem Konto widerspiegeln, aber ich kann jeden Tag in den Spiegel gucken, weil ich weiß, gestern war ein Tag, an dem ich was für die Legalisierung getan habe. Heute ist ein Tag, an dem ich was für die Legalisierung tue. Und morgen auch, so lange, bis es endlich nicht mehr nötig ist. Bravo! Ich habe gesagt, im Bundesgesundheitsministerium, die Leute haben langsam Angst. Und das merke ich tatsächlich, weil ich mit Politikern zu tun habe. Ich bin SPD-Mitglied und in meiner Partei geht die Angst um. Die haben Angst davor, dass so Leute wie ihr oder wie ich die Macht in diesem Land übernehmen. Die haben Angst davor, dass die Toleranz gewinnt und nicht die Furcht davor, den Arbeitsplatz zu verlieren. Die haben Angst davor, dass wir untereinander entscheiden, dass wir es besser können und zur Not auch ohne die, die uns jetzt regieren. Ich gönne Ihnen diese Angst. Sollen Sie ruhig zittern? Sollen Sie schlaflose Nächte haben? Es gibt hunderttausende Menschen in deutschen Gefängnissen, die es verdient haben, dass endlich mal die andere Seite zittert. Der Weg zu Cannabis-Fachgeschäften, zu Cannabis-Social-Clubs, zum legalen Eigenanbau, was auch immer ihr euch da vorstellt unter diesem Wort Legalisierung. Der Weg mag noch lang sein, aber wir gehen ihn stetig. Und egal wie langsam man läuft, wenn man nur nicht stehen bleibt, wenn man sich jeden Tag wieder aufrafft, ein bisschen was zu tun, den nächsten Schritt zu gehen, dann kommt man irgendwann ans Ziel. Und dieses Ziel heißt vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Nicht
weniger. Danke. Warte, bleib oben. Bleib oben, ich habe doch noch eine Frage, bleib hier. Dann bleibe ich noch ein bisschen. Wir hatten ja das Thema, also erstmal vielen Dank, Steffen, dass du hier geredet hast, ich fand das ja richtig. Wie siehst du das mit dem Thema Modellprojekte hier in Berlin? Wir hatten vorhin das Thema hinten schon bei den ersten Politikerinnen und Politikern. Zu dem Antrag zum Land Berlin, wie siehst du das? Ich kann verstehen, wenn Politiker sagen, wir sind stolz darauf, dass wir Modellprojekte versuchen, aber jetzt mal unter uns Fahrradtechnikern, das hört ja keiner zu und das ist Mumpitz. Modellprojekte sind die Reaktionen der Feigen auf den Druck, den wir auf der Straße machen. Und Modellprojekte sind nicht der Weg zur Legalisierung, Modellprojekte sind der Versuch, uns zum Stillhalten zu bewegen. Modellprojekte sind genauso wenig die Lösung, wie das Cannabis als Medizingesetz eine Lösung für die Patienten ist. Okay, jetzt weiß ich, warum sich Juristinnen und Juristen auf Fragen vorbereiten. Ich sehe es halt ganz, ganz anders. Aber das tut eigentlich auch nicht zur Sache. Das machen wir vielleicht wieder in einem Vier-Augen-Gespräch. Gerne. Und publizieren das dann vielleicht als Podcast. Ihr Lieben!